Yes, so, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, was geht ab? Ich bin's wieder, Waschkeks für euch am Start mit einem weiteren freshen Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich wie immer mega, dass ihr eingeschaltet habt, denn ich zeige euch heute vier krasse Gucci-Sneaker aus meiner Sneakersammlung. Ich würde sagen, let's go! Ja, Leute, viele von euch da draußen haben mich gefragt, ob ich denn auch noch andere Sneaker habe. Ich habe tatsächlich andere Sneaker und zwar habe ich neben meiner ganzen kompletten Sneaker-Sammlung auch noch eine krasse Designer-Sneaker-Sammlung. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich werde euch ab und zu mal hier auf diesem Kanal einfach ein paar meiner Designer-Sneaker zeigen und damit fangen wir jetzt direkt an. Ich habe mir heute Gucci ausgesucht. Wie man unschwer erkennen kann, ist das Thema heute Gucci. Also kommen wir an zu meinem allerersten Gucci-Sneaker, den ich mir im Jahr 2013 gekauft habe. Festhalten, Leute, 2013, da habe ich mir tatsächlich meinen allerersten Sneaker gekauft. Meinen allerersten Gucci-Sneaker gekauft. So, jetzt haben wir es. Aufgepasst. Jeder von euch kennt ihn. Jeder von euch kennt ihn. Ich traue mich den gar nicht zu zeigen, weil der echt total durchgerockt ist, Leute. Der ist auch echt wirklich durchgelatscht. Den Schuh, den habe ich missbraucht, misshandelt. Okay. Ich habe alles mit diesem Schuh gemacht, was man sich vorstellen kann. Deswegen ist der eigentlich echt gar nicht vorzeigbar. Ich zeige ihn euch trotzdem, weil ich den echt totgerockt habe, 7 Jahre lang. Ey, ganz wilde Geschichten sind mit diesem Schuh passiert. Und damals gab es halt noch nicht so was Vergleichbares. Und damals war der einfach der war lit as f**k, Leute, ihr wisst Bescheid. Der war echt unnormal krass damals. Wer den hat hier, der weiß Bescheid. Ich brauche zu diesem Schuh gar nichts zu sagen. Ich habe den mega abgefeiert. Einfach nur, weil der komplett schneeweiß war. Die Betonung liegt auf wahr. Der ist durchgerockt, Leute. Ich habe damit echt Fußball gespielt. Ich habe damit echt alles gemacht. Wirklich bei Wind und Wetter im Club getragen. Überall hin, ne? Überall so. Aber dann gab es eine Zeit, da hat man immer mehr von diesen Leuten gesehen, die diesen Schuh hatten. Immer mehr. Und dann habe ich den immer weniger getragen. So, dass ich den, glaube ich, schon gefühlt jetzt, ich denke mal, 2-3 Jahre nicht mehr anhatte. Und der einfach nur so vor sich hin vegetiert und verstaubt, Leute. Das war auf jeden Fall mein allererster Gucci-Sneaker, den ich mir damals im Jahr 2013 gekauft hatte, im Sommer. Und richtig angesagt war mit diesem Sneaker. Ich habe mich auch mega gefreut und diesen Schuh echt sehr geliebt. Am Anfang natürlich noch aufgepasst, aber das ließ sich dann später mit den ganzen Flecken hier, wie ihr hier seht und sowas, dann nicht mehr vermeiden. Und ja, dann habe ich auch gesagt, shit on it und habe den durchgerockt, brutal durchgerockt. Das weiß ich noch ganz genau. Ich zeige euch das mal ganz eben. Ich habe hier, weil der so schneeweiß war und so grün, rot, grüne Streifen hatte, habe ich mir da auch noch einen Gürtel zugekauft. Und zwar habe ich mir noch diesen Gürtel dazu gekauft und das hat er natürlich brutal gematcht, wie ihr unschwer erkennen könnt, ne? Ja, einfach für den Flex. Das war mein erster Gucci-Sneaker, Leute. Mein allererster Gucci-Sneaker. Kommen wir zu meinem zweiten Gucci-Sneaker. Das ist der Bam. Ihr seht, selbe Silhouette. Leute, all black everything. Puh, aus und vorbei. Aus und vorbei. Gebt euch mal bitte dieses Brett. Ich fand den total krass. Oh, jetzt schon. Also, guck mal, wie der schon wieder matcht. Der sieht richtig nice aus, Leute. Das ist geil, Alter. Ich freue mich immer wieder über Sneaker. Ich weiß nicht warum. Der ist natürlich auch schlicht gehalten. Also, ich weiß gar nicht. Ich glaube, es gab auch diese Applikation hier auch mit dem grün-rot-grünen Muster. Und ich habe mich aber für den ganz schwarzen entschieden. Wegen All Black Everything. Guckt euch den mal bitte an, hier, wie der an der Seite aussieht. Der ist auch cool verarbeitet. Ihr seht auch, das Leder geht hier auch noch klar irgendwie. Also diese Grau-Schwarz-Streifen. Also den fand ich echt ganz geil. Es ist sowieso ein High-Top. Ich habe mir nie diese ganzen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, A-Sneaker von Gucci oder sowas. Diese flachen, die alle halt haben. So, ich habe einen Low-Top halt nicht so gefühlt. Ne? Ich habe immer die High-Tops gefühlt. Und habe mich also auch weiterhin für den All Black Everything High Top Sneaker von Gucci entschieden, den ich halt auch mega brutal finde. Und den würde ich sogar jetzt immer noch tragen. In letzter Zeit habe ich den gar nicht so oft getragen. Aber ich werde den mal wahrscheinlich rausholen und werde dann natürlich auch mal ein paar Insta-Picks mit diesen ganzen Gucci Sneaker machen. Nur zur Info. Nur zur Info. Würde der gute Ufo jetzt sagen. Kommen wir zu meinem nächsten Sneaker. Könnt ihr erahnen, was jetzt als nächstes kommt, Leute? Ihr seht richtig, als nächstes kommt dieses Prachtexemplar. Es wird ein bisschen ausgefallener, sage ich jetzt mal. Und ja,
Bitte, Leute, was sagt ihr zu diesem krassen Sneaker? Den finde ich auch heftig. Heftig. Ich habe mir die auch alle eigentlich so ziemlich Schlag auf Schlag auf Schlag gekauft. Immer so ein bisschen rumgestöbert. Also die sind alle so in anderthalb Jahren oder sowas habe ich mir dann diese ganzen Gucci-Sneaker nach und nach gekauft. Den hier fand ich total Baba auch, weil ich meine, guck dich den mal an, bitte hier. Dieses an der Seite, ich weiß gar nicht, was das hier so ist, wie sich das anfühlt, aber es sieht auf jeden Fall richtig krass aus. Es reflektiert auch so leicht, wenn das Licht da drauf schimmert. Ich fand den auf jeden Fall mal so eine gute Alternative zu keinem ganz schwarzen Schuh. Und da habe ich mir einfach gedacht, Mann, ey, kauf dir doch einen ganz grauen Schuh. Schlecht, oder? Ja. Was haltet ihr von diesen Gucci-Sneakern? Ich feiere die natürlich noch mega. Das sind die einzigen Sneaker, die ich mir von Gucci kaufen würde und immer wieder kaufen würde. By the way, nur mal so zur Info. Und natürlich würde ich nicht rumflexen, wenn ich nicht natürlich auch den passenden Gürtel dazu habe. Ja, Leute, ich habe mir natürlich auch den passenden Gürtel dazu gekauft. Das muss einfach so sein. Diese Schnalle hier vorne, die ist übrigens aus Acrylglas. Finde ich ganz gut gehalten. Und dann das Ganze hier auch so einmal rum. Guck mal bitte, wie der aussieht. Sag mal bitte was. Sag doch mal bitte was, wie dieser Gürtel hier zu diesem Schuh matcht. Ey, ist doch aus und vorbei. Seht ihr das? Könnt ihr das sehen? Guck mal, wie krass das aussieht. Das sind die Details, Leute. Das sind echt die Details. So habe ich das mir dann auch direkt gekauft im Set. Und fand das mega Baba. Das war mein dritter Sneaker mit Gürtel. Ey. Guck mal, ich hatte auch noch einen schwarzen Gürtel. Von Gucci, den habe ich mir auch noch gekauft. Das war eigentlich für den anderen Sneaker hier. Ich hole ihn nochmal kurz vor. Da seht ihr das. Und es muss alles seine Richtigkeit haben, weil das sind Details, Leute. Es sind Details. Der ist auch aus Acrylglas. Habe ich mich mega drüber gefreut über diesen Gürtel. Ist natürlich auch in die Jahre gekommen, aber nichtsdestotrotz trage ich die noch regelmäßig. Ich habe ganz viele Gucci-Gürtel. Nebenbei sollte ich vielleicht jetzt auch noch einen Gürtelkanal oder einen Fashion-Kanal machen, so, weiß nicht, könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob ich auch mal so meine Pieces zeigen soll. Eigentlich mache ich ja hier nur Schuhe, aber würde sich dafür jemand interessieren, wenn ich auch mir Pullover etc. oder irgendwas kaufe, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, by the way. Last but not least kommen wir zu meinem absoluten Lieblings-Gucci-Sneaker, den ich habe, wo es auch brutal schwer war, ranzukommen. Den zeige ich euch jetzt. Wir reden von auffälligen Schuhen. Wir reden hier von auffälligen Schuhen. Ihr versteht das, ne, gerade, oder? Versteht ihr das irgendwie? Sag mal bitte der eine oder andere, ob der das versteht. Ganz im Ernst. Leute, kommen wir zu diesem krassen Sneaker. Der ist wirklich limited gewesen. Der ist wirklich kein Spaß. Der ist wirklich auch zu seiner Zeit limited gewesen. Den habt ihr gar nicht so, also den hat man nicht so leicht bekommen. Du musstest auf jeden Fall relativ schnell sein. Der war nur ein paar Tage online auf der Gucci-Seite. Und rechnet mal bitte ein paar Jahre zurück. Also wir gehen tatsächlich ins Jahr 2014. Da war das noch nicht so, dass du da irgendwie so wie jetzt halt so bist, immer so jede 5 Minuten und das und das und da kommt jedes Wochenende ein Schuh raus. Nee, der kam tatsächlich auch auf der Gucci-Seite und da konntest du den dann noch regulär bekommen. Was diese ganzen Sneaker kosten? Ja, ich glaube, ich mache da kein Geheimnis raus. Ich glaube, die liegen alle bei 495 Euro haben die gekostet. Also die haben alle die High-Tops 500 gekostet und die Low-Tops, das weiß ich gar nicht. Ich weiß es nicht. Low-Tops weiß ich nicht, war nie meine Baustelle. Aber ja, die haben alle 500 Euro gekostet. Und der hier, der hatte so einen krassen Resale-Wert noch. Aber ja, wir haben das Glück gehabt und haben hiervon auf jeden Fall einen gecatcht, Leute. Der leuchtet tatsächlich sogar im Schwarzlicht. Ich versuche mir hier so ein Foto einzublenden. Der sieht auf jeden Fall richtig krank aus. Den gab es auch nochmal in richtig gelb. Aber so genauso wie ihr ihn jetzt seht, komplett in gelb. Grün und in gelb. Was ist das? Was ist das für ein Schuh? Sag mal bitte. Das ist auf jeden Fall schon ein richtig krasser Hingucker, wenn ich den im Sommer rocke mit einer schwarzen Hose, so Distress und so. Alter Schwede, glaub mir, jeder spricht darauf an und fragt, was das für ein krasser Sneaker ist. Und dann sagst du immer, das ist ein Gucci-Sneaker. Und dann sagen die Leute immer so, oh krass, ich wusste gar nicht, dass Gucci so krasse Sneaker macht. Ja, weiß Bescheid, ne? Hier unter der Sohle, da seht ihr immer noch so das Gucci-Emblem da drin. Ich versuche das mal hier einzublenden, seht ihr das irgendwie so? Da steht immer so Gucci noch so mit drin. Steht unter jedem Schuh drin. Also auf jedem der Sneaker, auch auf dem linken. Warte, das ist ein bisschen zerkratzt hier. Ein bisschen scratchy. Ja, da sind nochmal hier noch ein paar Laces drin, die ich noch nicht ausgepackt habe, weil, ja, musste ich halt noch nicht auspacken. Und wer sich jetzt fragt,
Dicker, wie kommt denn dieser ganze Schuh eigentlich an? Da habe ich extra nochmal einen Karton hier mitgebracht. Und zwar sieht der, ich weiß nicht mehr, ob es jetzt auch noch so aussieht, ab und zu ändern die ja das ganze Design und sowas. Auf jeden Fall sind in diesen ganzen Boxen, ich habe jetzt hier 4 Gucci-Boxen und die sehen dann halt tatsächlich so aus. Sehr schön dunkles Braun ist das. Und dann steht hier ganz schön Gucci noch vorne drauf. Und wir kommen zum Karton. Wir machen den mal eben auf zusammen. Falls ihr euch mal so einen Gucci-Schuh kaufen wolltet und ihr möchtet gerne wissen, was euch erwartet, da zeige ich euch das mal eben. Ihr seht hier diese Dinger da drin, die da reinkommen in die Schuhe. Und dann ist sehr viel Plastik da drin. Immer ganz viel Plastik. Und dann sind hier nochmal sondern da ist dann ein Dustbag drin, nochmal ein XXL Dustbag, wie ihr sehen könnt. Also das ist wirklich, groß, das ist aber echt schon ein Kopfkissenbezug ist das, ja. Und hier könnt ihr das dann noch so festziehen, wie ein Turnbeutel. Und dann habt ihr ein Dustbag oder einen Turnbeutel, ja, whatever. Wisst ihr, das ist jetzt der Karton gewesen hier von den Anthrazitfarbenen. Da seht ihr das Ganze dann nochmal. Ja, auf jeden Fall schon nice. Finde ich schon very nice. Finde ich krass. Das war ein kleiner Bestandteil. Das war ein kleiner Bestandteil aus meiner Designer-Sneaker-Kollektion, Leute. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr hier ein cooles Kommentar ablasst und einen coolen Kommentar hinterlasst. Mir einen coolen Kommentar in die Kommentare schreibt und mir, wie gesagt, einmal erzählt oder was ihr von dem ganzen Designer-Sneaker und was ihr von den Gucci-Sneakern haltet. Oder ihr schreibt mir auch noch in die Kommentare rein, ob ich auch mal so Fashion-Pieces auch machen sollte, wenn ich mir halt, wie gesagt, immer ganz viele Fashion-Klamotten auch kaufe, Pullover, Sweatshirts, T-Shirts, etc. Denn ob ich die mal auch mit auspacken sollte, ne? Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, checkt mich auf Instagram ab, Leute. Dann würde ich mich noch natürlich mega freuen, wenn ihr auch meinen YouTube-Kanal weiter abonniert. Ich habe auch so gar keinen Bock mehr auf diese ganze Werbung. Ihr wisst, was zu tun ist, Leute. Macht diese Glocke an und checkt alle anderen Kanäle hier von mir auch ab. Ich würde sagen, das war's mit meinem XXL Gucci Overload Video, Leute. Stay tuned, bleibt auf Fleek, passt auf euch auf, haut da rein. Euer Baschkeks. Gucci.